Mein Name ist Jörg Schulz, ich bin Direktor der Neurologischen Klinik hier im Hause. Wir beschäftigen uns mit vielen Erkrankungen des Nervensystems, unter anderem mit dem Schlaganfall, Demenzen, Parkinson-Syndrom, Multiple Sklerose, aber auch mit sogenannten peripheren Erkrankungen, also vor allem neuromuskulären Erkrankungen. Parkinson ist eine Erkrankung des Zentralnervensystems, eine sogenannte neurodegenerative Erkrankung. Parkinson selbst beschreibt die klinischen Symptome der Erkrankung, die meistens beschrieben werden als eine Störung der Bewegung. Dazu gehören eine Bewegungsarmut, dazu gehört ein wechselnder Widerstand der Muskulatur, das heißt auch bei passiver Bewegung gibt es einen erheblichen Widerstand der Muskulatur. Und das dritte sogenannte Kardinalsymptom ist der Tremor, also ein Zittern. Und ganz wichtig, hier ist ein Ruhetremor gemeint. Das heißt, wenn der Patient ruhig sitzt, dann gibt es eine solche Bewegung beispielsweise. Aber wenn dann eine Bewegung intendiert ist, dann stoppt es. Abzugrenzen vom sogenannten essentiellen Tremor, der eigentlich häufiger ist als der Parkinson-Tremor, aber der häufig verwechselt wird. Früher hatte man gesehen, bei Parkinson tritt gehäuft bestimmte Schlafverhaltensstörungen auf, Riechstörungen auf, Depressionen auf, im weiteren Verlauf eine Demenz. Wir wissen aber heute, dass es nicht Zusatzerkrankungen sind, sondern sie durch das Ausbreiten der Synukleinaggregate über das gesamte Gehirn entstehen als Teil der Parkinson-Erkrankung. Beziehungsweise bestimmte Symptome, Riechstörungen, REM-Schlafverhaltensstörungen, sogar den motorischen Symptomen der Parkinson-Erkrankung. Also dann, wenn der Neurologe eigentlich die Parkinson-Erkrankung diagnostiziert, um Jahre bei der REM-Schlafverhaltensstörung sogar um Jahrzehnte vorausgehen kann. Die motorischen Symptome der Erkrankung werden durch einen Verlust einer ganz bestimmten Nervenzellpopulation im sogenannten Mittelhirn, in der schwarzen Substanz, hervorgerufen. Diese Nervenzellen produzieren Dopamin als Botenstoff, sodass die Bewegungsstörung der Erkrankung durch eine Verarmung an Dopamin hervorgerufen wird. Die anderen sogenannten Begleitsymptome wie Riechstörung, Depression, Obstipation, Schlafverhaltensstörung sind dadurch ausgeprägt, dass sich bestimmte pathologische Veränderungen nicht nur im schwarzen Kern auftreten, sondern auch in den Nervenzellen anderer Gehirnregionen. Und bei diesen Veränderungen handelt es sich um Aggregate eines Eiweißes, das Synuklein genannt wird. Das wiederum, das aggregierte Synuklein, führt dazu, dass es eine Dysfunktion, das heißt eine eingeschränkte Funktion dieser Nervenzellen gibt und dann die Symptome auftreten. Und irgendwann im Verlauf ist es nicht nur eine Fehlfunktion der Nervenzellen, sondern diese Nervenzellen sterben auch ab. Die Ursachen der Parkinson-Erkrankung sind bis heute nicht vollständig geklärt. In der Regel wird angegeben, dass es eine Kombination aus genetischen Ursachen ist und Umweltfaktoren sind. Man kann heute ganz gut nachweisen, dass ungefähr 10-15% der Parkinson-Patienten eine genetische, identifizierbare Ursache haben. Man nimmt aber an, dass der genetische Anteil vielleicht noch höher ist mit einer Kombination bestimmter Gene, die aber nicht so einfach zu detektieren sind. Und im Gegensatz zu anderen neurodegenerativen Erkrankungen sind tatsächlich bestimmte Umweltfaktoren bei der Parkinson-Erkrankung bekannt, die mit dazu beitragen, dass diese auftritt. Das sind vor allem Pestizide und Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, wenn man denen stark ausgesetzt ist. Und es sind vermutlich bestimmte Reinigungsmittel, die in der Maschinenverarbeitung benutzt werden. Also grundsätzlich kann jede Person an einer Parkinson-Erkrankung erkranken.
Wenn es eine klare Vererbbarkeit in der Familie gibt, dann ist natürlich die Chance, dass ich einen Parkinson bekomme, 50%. Wenn ein Parkinson zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr bereits auftritt, ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dem eine genetische Ursache zugrunde liegt. Grundsätzlich aber gilt, dass das Alter, das zunehmende Alter, ein Risiko ist, eine Parkinson-Erkrankung zu erleiden, wobei der Altersgipfel, also da, wo wir am häufigsten die Parkinson-Erkrankung diagnostizieren, so zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr liegt. Wenn wir vom Parkinson-Syndrom reden, müssen wir unterscheiden die sogenannte klassische Parkinson-Krankheit und atypische oder vaskuläre Parkinson-Syndrome. Und die klassische Parkinson-Krankheit, die dann auch gut behandelbar ist, macht aber nur ungefähr 70% der Parkinson-Syndrome aus. Das heißt, wenn man ein Parkinson diagnostiziert, sowohl bei der Erstdiagnose, aber dann auch bei Verlaufsuntersuchungen, muss man immer beobachten, kommen zusätzliche Symptome hinzu, die eigentlich mit der klassischen Parkinson-Krankheit gar nicht zu erklären sind. Oder aber spricht der Patient nicht wie gewünscht auf die verordnete Medikation an, er schwört aber Stein und Bein, er nimmt sie, was bei den Parkinson-Patienten auch meistens tatsächlich der Fall ist. Und wenn dieses Ansprechen ausbleibt, dann muss quasi eine Warnlampe angehen, dass es vielleicht doch nicht die klassische Parkinson-Erkrankung, sondern ein atypisches Parkinson-Syndrom ist. Der Verlauf der Parkinson-Symptome ist in der Regel schleichend. Es kann sein, dass er sagt, da konnte ich plötzlich die Finger nicht mehr so gut bei handwerklichen Tätigkeiten betätigen, mein Schriftbild hat sich geändert, der Gang wurde schlurfend oder manchmal auch einfach nur, dass bestimmte Muskelschmerzen, zum Beispiel ein Schulter-Arm-Syndrom auftrat, wo der Orthopäde dann aber keine Ursache dafür identifizieren konnte. Und dann nach mehreren Monaten, manchmal dauert das tatsächlich ein, zwei Jahre, wird dann klar, es ist eine allgemeine Bewegungsarmut. Der Schmerz in der Schulter war durch die Steifheit der Muskulatur, die ja ein Kardinalsymptom der Parkinson-Erkrankung sind, hervorgerufen und das war bereits die Manifestation. Also Parkinson wird diagnostiziert zunächst klinisch, das heißt aus der Kombination von Symptomen. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Anamnese des Patienten, also wie hat sich das entwickelt? Gab es frühere andere nicht motorische Anzeichen der Erkrankung? Ganz wichtig ist auch eine Medikamentenanamnese. Und ist der Arzt dann relativ sicher, dass es eine Parkinson-Erkrankung ist, und zwar auch die klassische Parkinson-Erkrankung, wird er in der Regel einen Kurztest durchführen. Das heißt, ein typisches Parkinson-Medikament wird gegeben und eine Stunde später wird geschaut, ob der Patient mit seinen Symptomen auf die Erkrankung anspricht. Spricht er nicht darauf an oder geben sich Zweifel an der Diagnose, wird man eine Bildgebung des Kopfes machen, eine MRT-Untersuchung. Ferner wird man das Riechen überprüfen, weil das eben klassischer Hinweis für die klassische Parkinson-Erkrankung ist. Und man wird die Blutdruckregulation messen, also ob der Patient einen normalen Blutdruckregulation hat, wenn er aus dem Liegen aufsteht oder ob der Blutdruck abfällt, weil das vielen Patienten auch eine Schwierigkeit macht. Bleiben letztlich weiter Zweifel an der Diagnose, bestehen noch weitere Möglichkeiten. Das eine ist eine Ultraschalluntersuchung durch die Schädelkalotte und man kann den Botenstoff Dopamin oder den Stoffwechsel des Botenstoff Dopamin sichtbar machen mit einer nuklearmedizinischen Untersuchung, dem sogenannten DUT-Scan. Das heißt, der DUT-Scan ist der Nachweis, dass der Dopaminhaushalt des Patienten gestört ist. Einerseits, und das ist der klassische Weg, gibt es Medikamente, die das Dopamin, was den Patienten fehlt, ersetzt, indem man eine Vorstufe des Dopamin gibt. Es gibt außerdem Medikamente, die Dopamin an der Bindungsstelle, also wenn das Dopamin freigesetzt wurde von der Nervenzelle,
das Dopamin an die nächste Nervenzelle bindet, nachahmt. Das sind die sogenannten Dopaminagonisten. Und es gibt Medikamente, die den Dopaminabbau hemmen. Das heißt, wenn man diese Medikamente gibt, verbleibt das Dopamin länger im Gehirn und kann dort aktiv sein und damit auch Bewegungswechsel, also ob ich gut beweglich bin, schlecht beweglich bin, ausgleichen. Und diese Medikation muss über die Zeit immer wieder angepasst werden. Das heißt, die Dosis, die Kombination der Medikamente, auch die Häufigkeit, wie häufig Medikamente gegeben werden, ändert sich im Zeitverlauf der Erkrankung. Wenn medikamentös kein befriedigendes Ergebnis mehr erzielt werden kann, gibt es noch die Möglichkeit der sogenannten tiefen Hirnstimulation. Das heißt, es werden in einer Operation Elektroden in das Gehirn eingesetzt und bestimmte Kerngebiete in den sogenannten Basalganglien stimuliert. Parkinson kann man vorbeugen durch regelmäßige körperliche Aktivität. Zweiter Faktor ist eine ausgewogene Diät, sogenannte mediterrane Diät mit viel Obst und Gemüse, hellem Fleisch, also Hühnchen, noch besser Fisch, ungesättigten Fettsäuren und eine ballastreiche Kost. Und weil für die Parkinson-Erkrankung Risikofaktoren, Herbizide, Pestizide als Risikofaktoren identifiziert wurden, sollte man eine Exposition meiden. Wenn man sich ganz große Studiendaten anschaut, dann ist die Lebenserwartung allgemein zu den Nicht-Parkinson-Patienten um 1 bis 2 Jahre vermindert. Das ist also nicht sehr lang. Aber natürlich hängen Lebensqualität und Lebenserwartung im Wesentlichen von der Therapie ab. Wenn der Patient sich auf die vorgeschlagenen Therapien des Arztes einlässt, auch motiviert ist, selbst durch Bewegung beispielsweise dazu beizutragen, dann ist die Lebenserwartung eigentlich kaum vermindert.